Moinsen aus dem Whisky-Hort. Heute zeigen wir euch mal Cola aus der Schweiz. Na gut, es sieht so aus, als ob die Cola drin ist. In Wirklichkeit ist es aber natürlich Whisky. Aus dem Appenzellerland von der Sentis Brauerei. Die Dreifaltigkeit Unchained. Dreifaltigkeit hat ja nun schon einen recht legendären Ruf in der Whisky-Welt. Die neueste Abfüllung ist mal in Fassstärke mit 64,6% abgefüllt worden. Es gibt gerade einmal 120 Flaschen davon. Wir haben noch welche, weil wir die jetzt erst im Verkauf starten. Und was wir verkaufen, das wollen wir natürlich vorher auch probieren. Deshalb auf die Flasche. Ich bin echt sehr gespannt. Wie gesagt, der normale Dreifaltigkeit ist schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Whisky. Mal schauen, was davon bei Fassstärke jetzt so im Glas passiert. Alter Falter, das ist mal was für die Farbtrinker unter euch. Wobei, ich weiß nicht, ob das geschmacklich jedermanns Sache ist. Unverkennbar eine Dreifaltigkeit. Schon beim Eingießen fällt einem dieser Schwarzwälder Schinken in die Nase. Den riecht man nicht, der fällt einem in die Nase. Es ist der Hammer, was die Jungs da zaubern. Ich weiß von vielen Whisky-Freunden, die sich ekeln vor diesem Aroma. Weil die sagen, das geht überhaupt nicht für einen Whisky. Andere, so wie ich, finden das so unfassbar geil. Unser Lieblingsgetränk mit dem Aroma von Rauchschinken. Ey, geil ist das denn? Ah, und dann so eine Blockmalzsüße dabei. Und wirklich voll die Schinken-Rauchnote. Der kommt gerade frisch aus dem Räucherofen. Da ist auch so dezenter Rauch noch mit dabei. Also nicht nur dieser Schinkenspeck, aber ganz feine Rauchnote. So Buchenholzrauch würde ich als alter Griller, glaube ich, sagen. Ich will nicht lange drum rumschnacken. Der muss probiert werden. Slange. Also was sich da im Mund abspielt, ist der Wahnsinn. Ich glaube, da werde ich heute noch eine ganze Zeit lang Spaß mit haben. Mit diesem Aroma. Schinken. Frischer Schinken, Schwarzwälder Schinken. Schöne dicke Scheibe abgeschnitten. Direkt aus der Hand abgebissen. Blockmalzsüße. Und dann kommt auf einmal so eine leichte kräuterige Bitterkeit hinterher. Recht trocken. Erinnert mich jetzt ein wenig an Magenbitter. Und zwar ganz konkret an den Zwack Unikum. Der hat so eine kräuterig bittere Note. Aber das ist hier ein schöner Gegenpunkt zu dem wirklich krassen Schinkenaroma. 64,6% waren es. Ja. Never ever. Merkst du beim Trinken nicht? Nur in den Aromen. Hammergeil. Ist das abgefahren?
Oh. Voll, wirklich voll das Schinkenaroma. Das füllt dir den ganzen Mundraum. Und in dem Moment, wo du es runterschluckst, da kommt diese kräutrige Bitternote und die bleibt. Der Schinkengeschmack verschwindet so langsam. Nein, sagen wir, er ist nicht mehr so präsent. Er bleibt da, aber er nimmt sich ein bisschen zurück und die Kräuternote bleibt. Und bleibt. Und das ganze Aroma bleibt. Und bleibt. Ich glaube, selbst wenn ich gleich was gegessen habe, werde ich den anschließend noch schmecken. Hammer. Geiles Ding. Da haben die Jungs mal so richtig einen rausgehauen. Von der Farbe her könnte da auch so ein Kräuterlikör mit drin sein. Die sind mitunter auch schon mal so dunkel. Aber nein, es ist schon ein Sentis Dreifaltigkeit. Unchained, befreit von den Ketten, in Fassstärke. Das Ganze für 64,90 im halben Liter. Wer geschmackliche Extremnoten mag, wirklich ein Whisky mit Ecken und Kanten, wird hier definitiv Spaß haben, glaube ich. Etwas ganz, ganz Ungewöhnliches. Wir haben ihn noch. Woanders ist er schon ausverkauft, wie ich online gesehen habe. Wer noch zuschlagen will, kann das gerne tun. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis die Tage. Tschüss.